Willkommen bei mir in der Sendung. Heute habe ich eine Jungautorin bei mir hier sitzen, die Frau Karin Haug. Hallo Karin, grüß dich, schön, dass du zu mir gekommen bist. Hallo Evelyn, grüß dich. Danke. Karin, du hast ja in der Anthologie Begegnungen mitgewirkt. Mhm. Und von wem stammt denn genau diese Anthologie? Wer hat die geschrieben? Wir sind ein Autorenstammtisch, ein Münchner Autorenstammtisch. Wir heißen die Münchner Satzkrobaten, also ein sehr ein Name, der sehr viel Bewegung auch verspricht. Und wir haben, wir treffen uns einmal im Monat und haben dann beschlossen, wir geben die Anthologie heraus und haben das dann auch gemacht. Ja, toll. Und jetzt liegt's vor. Wie seid ihr denn auf die Idee zur Anthologie gekommen? Wir machen ja einmal im Monat die Treffen. Mhm. Und wir, obwohl der Name Stammtisch das natürlich nahelegen würde, sitzen wir nicht nur da und halten uns an unseren Maßkrügen fest. Wir tun auch was. Wir machen Textarbeit. Und wir geben uns von einem Treffen aufs andere Schreibaufgaben mit nach Hause, schreiben da unsere Geschichten und lesen die dann vor und sie werden kommentiert. Mhm. Und so ist dann auch Begegnungen entstanden. Genau, wir haben dann überlegt, dass wir unsere Geschichten ja auch sammeln könnten in einem Buch. Wunderbar. In welchem Verlag sind denn diese Geschichten erschienen, Begegnungen, dieses Buch? Wir haben den Lerato Verlag gewinnen können für unser Buch und da ist es auch erschienen. Und wie seid ihr ausgerechnet auf den Verlag gekommen? Weil das ist ja doch ein etwas kleinerer Verlag, das ist jetzt nicht so ein großer Verlag, wie es manch andere gibt. Eine unserer Mitautorinnen ist Lektorin bei dem Verlag und so konnten wir dann halt den Verlag für uns gewinnen. Ach ja, toll. Wie viele Geschichten in dem Buch sind denn von dir? Also von mir sind 12 Geschichten, Entschuldigung, ich war jetzt verkehrt, es sind insgesamt 12 Autoren und von mir selbst sind 4 Geschichten enthalten. Mhm. Ja, ich habe sie auch schon gelesen und bei deinen Geschichten ist mir aufgefallen, dass du erstens einen sehr schönen Schreibstil natürlich hast, aber das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, dass alle deine Geschichten so ein, ja, wie die ausgehen, das ist immer so ein Aha-Effekt. Also die haben immer so eine kleine Spitze, wo man dann grinsen muss und sagt, ja genau, so ist es. Ja, es freut mich erstmal, dass dir meine Geschichten gefallen. Und dann hat... Also mein Schwager meinte, ich hätte ja einen recht perfiden Humor. Meine Geschichten halt häufig doch irgendwo diesen Effekt haben. Mhm. Sie sind häufig dann auch lustiger, manche nicht unbedingt, aber es gibt halt immer irgendwo einen kleinen Effekt am Ende. Mhm. Und es sind häufig halt auch so Situationsbeschreibungen. Mhm. Mhm. Ja, habe ich, ich habe mich amüsiert damit. Ja, und... Also eins muss ich ja sagen, das Cover ist ja absolut schön gestaltet. Hat es denn der Verlag ausgesucht? Nein. Wir haben so viele Fähigkeiten und Kenntnisse in unserer Autorengruppe, dass wir eigentlich alles selbst gemacht haben, bis auf den Druck. Also gedruckt hat es natürlich die Druckerei, natürlich vom Verlag beauftragt, aber wir haben alles selbst gemacht. Wir haben die Gestaltung auch fürs Cover gemacht und den ganzen Satz und so weiter. Ja, toll. Weil ansonsten sind ja so bei kleineren Verlagen die Farben eher gedämpft und wenig Bild enthalten, sage ich jetzt mal so. Ja, finde ich eigentlich schon. Wenn man so kleinere Verlage anguckt, dann haben die immer sehr einfache Farben. Also kein so ein knalliges Orange mit diesem schönen Pink da noch drauf. Und es wirkt ja fast dreidimensional, wenn man es dann anguckt. Ja, wir wollten schon was Freundliches, eine freundliche Farbe und natürlich was, was sich ein bisschen abhebt vom Rest der Farben, die da liegen. Mhm. Ist natürlich aber auch möglicherweise fertigungstechnisch bedingt, dass einfach hier dann bei den kleineren Verlagen nicht so intensive Farben verwendet werden. Mhm. Wie viele Auflagen habt ihr bisher gedruckt? Ja, also momentan ist die zweite Auflage im Handel. Naja, also... ist ja gar nicht so schlecht für das, dass ihr eine Anthologie herausgebracht habt. Zwei Anthologien sollen ja in Deutschland anscheinend ja nicht so gut gehen wie jetzt Romane. Ja. Also von daher
immerhin schon die zweite. Das heißt, ihr habt es da schon ein bisschen selber geworben dafür. Ja, doch. Also die zweite Auflage ist gleich Mitte Januar nachgedruckt worden. Wir haben ja das Buch Anfang Dezember letzten Jahres auf den Markt bringen können. Und wie gesagt, Mitte Januar ist es ja gleich nachgedruckt worden in der zweiten Auflage. Und da haben wir schon einige verkauft, ja. Haben schon einiges unter die Leute gebracht. Wie ist denn bei dir der Wunsch geweckt worden, das Schreiben zu beginnen, also belletristisches Schreiben? Ja, also ich habe ja nicht so diese übliche Geschichte, dass ich es schon geschrieben habe, kaum bin ich der Wiege entwachsen. Also hast du es nicht schon mit der Muttermilch bekommen? Nein, absolut nicht, nee. Ich habe eigentlich erst sehr spät angefangen damit, erst vor ein paar Jahren. Und was für mich eigentlich auch so ausschlaggebend war, ich habe immer gern gelesen. Und ich habe es bewundert, wenn man nun mit Worten Welten darstellen konnte, in den Köpfen der Leser bestimmte Situationen erstehen lassen konnte, dass es abläuft wie ein Film. Und das wollte ich dann irgendwann auch können. Und deshalb habe ich eigentlich angefangen, wobei natürlich noch ein kleines, so ein kleiner Anstoß war, dass ich mal bei einem Astrologen war, der ein Charakterhoroskop gemacht hat und meinte, ich hätte eine Begabung beim Schreiben. Und das hat natürlich dann so ein bisschen mit reingespielt. Man glaubt ja eigentlich nicht wirklich dran, aber wenn es hilft. Ja, eben genau. Ob man dran glaubt, na gut. Ja. Aber es ist nett, wenn es einem gesagt wird. Ja, und vor allem, wenn es dann auch nur stimmt. Ja, genau. Oder wenn man dann auch was dafür tut, dass es stimmt. Toll. Genau. Erinnerst du dich eigentlich noch an bestimmte Übungen, die jetzt so, wo du das Schreiben begonnen hast. Erinnerst du dich da noch an bestimmte Übungen, die du machen musstest, um belletristisches Schreiben zu lernen? Ja, da gibt es so ganz bestimmte Übungen, die mir sehr gut im Gedächtnis geblieben sind. Was wären das für welche? Und zwar ging es da einmal darum, man sollte eine Umgebung und die Atmosphäre beschreiben und sollte sich in einen Menschen dazu hineinversetzen. Und zwar einmal in einen Menschen, der gerade arbeitslos geworden ist. Und dann zum Zweiten sollte man das nochmal schreiben, aus der Sicht eines Menschen, der gerade frisch verliebt ist. Und zwar handelte es sich da um eine Kirche als Schauplatz. Und das war hochinteressant, weil je nachdem, in welcher Stimmung man ist, nimmt man ja ganz andere Dinge wahr. Und dann muss man das natürlich auch anders ausdrücken, anders verpacken. Und das war wahnsinnig spannend. Schon erstmal sich da versuchen reinzuversetzen und zu überlegen, was fühlt denn ein Mensch, der gerade arbeitslos geworden ist, der seine Existenz verloren hat und wie könnte dann auf den so eine Kirche wirken? Und was wir uns ja vielleicht alle ein bisschen leichter und ein bisschen lieber vorstellen, wenn man so frisch verliebt in der Kirche sitzt und da einfach so ein bisschen ausruht, sich so ein bisschen umschaut, wie dann die ganze Umgebung wirkt. Also das war schon sehr hilfreich. Das eine der Übungen gewesen. Ja, finde ich schon sehr interessant. Also können auch unsere Zuschauer was davon lernen. Bestimmt. Kann jeder ausprobieren. Ja. Genau, ja. Mal kann schauen, ja jeder selbst wie das ausprobieren. Wird. Genau. Im Internet, in den Schreibforen, da findet man auch sehr oft den Hinweis, erzählen, nicht beschreiben, also auf Englisch show, don't tell. Ja. Was ist denn damit genau gemeint? Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht einfach nur schreibt, welche Emotionen jemand hat, sondern man soll einfach zeigen in seinen Handlungen, wie er reagiert. Weil wir wissen ja alle, wenn jemand sich zum Beispiel mit der Faust gegen die Wand schlägt, dann wissen wir, der muss wütend sein. Zum Beispiel. Und da würde ich einfach mal ein kleines Beispiel geben. Ein Ehepaar sitzt am Tisch und streitet sich. Dann kann man natürlich hinschreiben, sie streiten sich. Der Mann ist wütend und steht auf. Ist natürlich relativ farblos. Weckt auch keine richtigen Emotionen im Leser. Der kann das nicht richtig nachvollziehen. Also sollte man vielleicht dann doch eher die Möglichkeit wählen, dass man halt schreibt, sie streiten sich. Dann der Mann springt auf und schleudert den Stuhl an die Wand. Das ist natürlich dann schon wesentlich aussagekräftiger. Da wissen wir dann auch, dass das schon ein heftiger Streit ist. Ja, genau, der ist richtig schön sauer. Und dann soll man auch ihn entsprechend seiner Emotionen reagieren lassen und diese Reaktion dann
aufschreiben. Mhm. Und nicht einfach nur, er ist wütend. Das ist dann nicht sehr aussagekräftig. Der Leser fühlt sich davon nicht so angesprochen. Also genauso, wie wenn man sagen würde, er ist glücklich, er ist zufrieden, er... Ja, was gibt's noch? Er hat Angst. Ja, genau. Angst ist ja auch immer sehr einfach geschrieben. Sie hat Angst. Ja, eben. Genau. Aber man, oder jemand ist schüchtern. Ja. Kann man ja auch ganz anders ausdrücken. Dass, oder arrogant. Ja, genau. Mhm. Und jeder hat ja, oder jede Emotion hat ja bestimmte Verhaltensweisen, die wir alle auch kennen. Ja, und dann kommt ja noch dazu, wie ist der Charakter, der das da gerade anwendet. Genau. Mhm. Mhm. Aber es sind ja so grundtypische Verhaltensweisen, Körpersprache und so weiter, die wir ja auch täglich benutzen, vielleicht gar nicht bewusst. Aber man schaut sich an gegenüber an und anhand seiner Reaktionen schließt man auf Gemütszustände und so weiter. Und das sollte man eigentlich auch so rüberbringen. Also nicht nur rein hinschreiben, sie ist glücklich da, oder sie ist verärgert. Man kann das ja anhand der Reaktionen, der Handlungen zeigen. Und das ist damit gemeint. Ja, wunderbar. Und was ist damit gemeint, wenn es heißt, eine Figur ist dreidimensional? Ja, Menschen sind ja auch dreidimensional im wirklichen Leben. Und genauso muss man Figuren rüberbringen. Das heißt, Figuren, die in Geschichten oder in Büchern erscheinen, die brauchen ein Gefühlsleben, die brauchen Gesten, die brauchen Mimik und so weiter. Dass also die Figuren in ihrer Gesamtheit beschrieben werden, dass man Dinge aufnimmt. Das muss natürlich nicht nun eine Aneinanderreihung von Eigenschaften, von Gesten sein, die die Personen ständig machen. So kleine typische Dinge, die die Person charakterisieren, aber die Person muss halt umfassend charakterisiert werden mit ihrem Verhalten, mit ihrer Körpersprache und so weiter. Also hat es auch dann was damit zu tun mit, dass niemand nur schwarz oder weiß ist, dass niemand nur gut oder böse ist, sondern dass mal jemand, der gut ist, auch ein paar negative Eigenschaften andichtet und jemand, den man böse in einem Buch darstellen möchte oder in einer Geschichte, dass man dem dann auch ein paar gute Eigenschaften andichtet. Ja, ganz genau. Es ist ja genau wie im Leben. Kein Mensch ist nur böse, kein Mensch ist nur gut. Das wäre ja schön, wenn alle nur gut wären. Das wäre optimal. Aber dann bräuchte man auch keine Krimis schreiben. Nee. Wäre auch wieder schlecht. Man muss die Menschen einfach auch so rüberbringen, wie sie sind. Ja, dann halt noch eine Frage, bevor wir dann zu den Krimis kommen. Ah ja. wenn man Geschichten schreibt, egal ob das jetzt Kurzgeschichten sind oder Romane, was für Fragen muss man sich als Autor maßgeblich stellen, damit eine Geschichte schon mal auf jeden Fall besser oder sehr gut wird und nicht, dass eine schlechte Geschichte wird? Was sind da für Fragen maßgeblich? Das Allerwichtigste bei einer Geschichte ist, glaube ich, dass man zielgerichtet schreibt. Man muss also wissen, was für ein Ziel hat meine Geschichte? Was will ich dem Leser damit mitteilen? Mal, um mal ein Beispiel zu nennen. Eine Kommissarin kommt an einen Tatort. Und stellt fest, also ein Mann ist ermordet worden, die Frau ist verdächtig und sie stellt fest, die Frau, die wird vermutlich die Mörderin sein und kriegt im Laufe ihrer Ermittlungen raus, die Frau wurde misshandelt von ihrem Mann. Jetzt hat die Kommissarin vielleicht eine ähnliche Geschichte in der Verwandtschaft von Mutter, Eltern und daraufhin reagiert sie und handelt. Und so wird dann auch die Auflösung entsprechend sein. Also, dass man einen Faden hat. Hier ging es um eine Mutter-Tochter-Beziehung auch in der Geschichte, wie sie ihre Mutter sieht und hat diese Mutter-Tochter-Beziehung in der Geschichte mit eingearbeitet oder aufgearbeitet. Und man braucht also ein Ziel, man braucht ein Thema. Das Thema war dann nicht der Mord. Der hat nur das Thema transportiert. Man braucht ein Thema und ein Ziel, wo man hin will. Was will man dem Leser nachher mitteilen? Also was quasi einen Satz, der würde dann heißen Mutter-Tochter-Beziehung oder ja, so einen prägnanten Satz. Ja, dann in dem Fall zum Beispiel Mutter-Tochter-Beziehung. Ich will eine Mutter-Tochter-Beziehung darstellen anhand dieser Kurzgeschichte oder dieser Szene oder dieses Romans. Also man braucht immer
ein Thema, um das es geht. Mhm. Und die Welt, in der das dann spielt, hat mit dem Thema meist nichts zu tun. Man transportiert nur über diese Welt dann dieses Thema. Und in dem Fall wurde halt die Geschichte oder das Thema über diesen Mord transportiert. Also das, glaube ich, wird ja dann auch als Prämisse bezeichnet. Genau. Schon wieder was dazugelernt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast für das Wort Krimi in den Mund genommen. Ja, genau. Das ist ja so dein Lieblingsthema. Was reizt dich genau an einem Krimi? An einem Krimi? Also ich persönlich mag ja eigentlich eher Krimis, die mehr einen psychologischen Hintergrund haben. Also ich kann mit Gewaltkrimis eigentlich nicht viel anfangen. Die haben natürlich auch psychologische Hintergründe, das ist schon klar. Aber nun, wenn da 5 Seiten beschrieben wird, wie nun der Mord abläuft, das ist nicht das meine. Ich mag lieber diese feiner gestrickteren, diese zurückhaltenden Krimis. Da gibt es natürlich auch Leichen und können auch mehrere sein, habe ich kein Problem mit. Aber mir geht es eigentlich nicht darum, in einem Krimi möglichst schön und möglichst grausam das Opfer zu ermorden, sondern mir geht es darum... Netter Ausdruck. Mir geht es eigentlich dann darum, welche Hintergründe sind dahinter, welche Tatmotive, wie schaut es aus bei den handelnden Personen, was haben die für Problematiken, was bringen die mit an ihrer Persönlichkeit und warum kommt es zu solchen Morden? Was ist der Hintergrund? Was muss man denn, wenn man einen Krimi schreibt, jetzt besonders beachten? Also gerade bei einem Krimi ist es ganz besonders wichtig, dass der Spannungsbogen stimmt. Dass der Leser da nicht aussteigt zwischendrin und sagt, jetzt habe ich schon 50 Seiten keine Leiche mehr gehabt. Jetzt ist es langweilig. Wobei sich natürlich ein Krimi nicht so auf jede Menge Leichen stützt. Kann auch nur eine sein, reicht ja häufig schon. Also man braucht den Spannungsbogen, dass der Leser dran bleibt. Man muss immer wieder mal Spannung aufbauen, ein bisschen nachlassen, wieder Spannung aufbauen, bis sich das dann steigert. Dann braucht man bei einem Krimi auf jeden Fall immer logische und nachvollziehbare Handlung. Also wenn der Leser der Handlung nicht folgen kann, weil er sagt, das ist so absurd, also ein Mensch kann nie und nimmer so handeln oder es ist zu wenig fundiert, dann wird er aussteigen. Also ganz wichtig ist, dass die Logik gewahrt bleibt. Dass es nachher auch ja, das Gute siegt. Das erwartet der Mensch eigentlich. Weil jeder will, dass das Gute siegt. Und wenn das Gute nicht siegt oder das Recht in dem Fall nicht siegt, dann muss ein sehr guter Grund dafür da sein. Also wenn zum Beispiel eine Frau dann ihren Mann umgebracht hat, der sie jahrelang misshandelt hat, mal das gleiche Beispiel, da kann der Leser dann vielleicht leichter nachvollziehen, warum die vielleicht nachher davon kommt. Als wenn das ein abgrundböser Mensch ist, der nun, der sagen wir mal Kinder umbringt. Und der ist wirklich absolut böse. Das versteht kein Leser mehr, wenn der nachher davon kommt. Der einfach also, quält des Quälens Willens. Und genau. Und da muss eine Auflösung her, mit der der Leser sich identifizieren kann, mit der er leben kann. Und das ist ganz wichtig in einem Krimi. Ja. Du schreibst ja derzeit an einem historischen Krimi. Also das ist ja ein Thema, das mich ja wahnsinnig fasziniert. Gibt es da Hindernisse, die sich dir da manchmal im Weg stellen? Oder ist dir da schon mal was total Witziges auch passiert, aufgrund der Recherche für deinen Krimi? Weil du musst ja sicherlich Recherche anstellen. Ja, ich muss wahnsinnig viel recherchieren. Also ich bin Stammgast in der Staatsbibliothek, weil die... Weil die haben ja wahnsinnig viele, vor allen Dingen auch ältere Bücher, an die man so gar nicht rankommt. Weil man sie einfach auch nicht mehr findet, weil die nicht mehr in Antiquariaten oder so zu haben sind. Und das ist schon sehr interessant, was natürlich zum Teil mühsam ist, wenn man so Detailstudien machen will oder Detailrecherchen, dass man vielleicht nicht mehr das entsprechende Material bekommt. Da muss man sich halt mit dichterischer Freiheit behelfen, die ja auch dazu gehört. Aber die Fakten sollten schon stimmen. Also man kann dann natürlich nicht die politische oder gesellschaftliche Situation vollkommen anders darstellen, als sie tatsächlich war zu der Zeit. Außer man braucht es für einen bestimmten Zweck und dann sollte man aber auch vielleicht so in einem Vorwort oder in einem Nachwort, sollte man dann vielleicht dann auch mal kurz darauf eingehen, dass man das schon weiß. Weil die Leser sind sehr aufmerksam, das ist ja auch richtig so, und erwarten einfach auch, dass die Fakten stimmen. Ja, ich stolper immer wieder über sehr lustige Dinge. Bei der Recherche
weil das Weltbild zu der Zeit ja komplett anders war. Mhm. Das unterscheidet sich ja von unserem sehr stark. Und witzig ist dann aber auch immer, dass man nicht nur zu der Zeit auf Vorurteile oder Sonstiges trifft, sondern auch noch mehr in der Neuzeit. Also ich habe jetzt vor kurzem mal was gelesen aus den 50er Jahren. Das ist ja nicht die Zeit, über die ich recherchiere, sondern ich recherchiere zu Ende 19. Jahrhundert. Mhm. Und da gab es zum Beispiel im Münchner Stadtrat eine Frau, also die einzige Frau wohl im Stadtrat. Und das Darf Thema, es? Ja, wirklich? Ja, ich glaube schon. Das weiß ich, möchte ich nicht mit Sicherheit behaupten, aber zumindest war das die eine Frau. Und da gab es eine Diskussion. Und zwar war das früher so, dass Straßenbahnschaffnerinnen nur in den Anhängewagen arbeiten durften. Also nicht vorne im Hauptwagen. Damit sie die Männer, die ja üblicherweise die Fahrer waren, weibliche Fahrer gab es damals nicht, damit sie die Männer nicht ablenken können. Nett. Ja, eben, genau. Und da meinte dann eine Stadträtin, also wenn das männliche Geschlecht wirklich so stark wäre, dann könnte das weibliche Geschlecht ja keinen Schaden anrichten. Nett. Das ist ja wirklich klasse. Ja, allerdings, also man stößt da auf solche Dinge. Das ist einfach unglaublich. Wobei sie da noch auch längere Kleidung angehabt haben. Also da gab es ja noch nicht so viel zu schauen in der heutigen Zeit. Genau. Also man stößt immer wieder auf ganz nette Sachen. Vor allen Dingen ist das ja gerade mal 50 Jahre her. Gell? Da könnte man ja nicht sagen, das war noch im Prinzip Steinzeit. Also ganz interessant. Oder habe ich dann auch ein Buch gelesen. Da musste ich erst mal lachen. Als ich dann das Buch weitergelesen habe, habe ich dann nicht mehr so arg gelacht. Da hat ein Mann über Frauen geschrieben, also den Charakter der Frau oder überhaupt das Wesen der Frau. Mhm. Das war so 1900 rum. Und der schrieb dann oder vertrat die Erkenntnis, also Frauen wären keine Menschen. Aber Tiere wären sie auch nicht. Pflanzen, nee, da kann man sie auch nicht einordnen. Sie wären einfach nichts. Wow. Ja. Also nicht einmal Fabelwesen sind, wir wären nichts. Ja, okay. Sie sind einfach nichts. Wo kommt er? Dann ist er aus dem Nichts entstanden sozusagen. Scheinbar, ja. Also solche Dinge, die kriegt man dann auch immer mal wieder mit. Das ist immer ganz spannend. Oder Frauenbildung. Die Haltung früher zur Frauenbildung war ja folgende. Das haben die auch versucht, wissenschaftlich zu belegen. Wenn Frauen Bildung erlangen, also wenn das Hirn arbeitet und sie erlangen Bildung, schrumpfen die Fortpflanzungsorgane. Jetzt wissen wir, warum wir Deutschen jetzt so wenig Kinder haben. Wahrscheinlich, daran wird es liegen. An der Intelligenz. Ja, genau. Also das war schon interessant, was damals für Meinungen vorherrschten, mhm. für Vorurteile vorherrschten. Also es ist schon sehr spannend zu recherchieren. Manches Mal ist es auch wirklich ärgerlich. Man regt sich manchmal zum Schmunzeln. Am Anfang ist es dann ganz nett. Aber irgendwann kann einem das auch mal zu viel werden. Da regt sich dann irgendwann mal auf über diese Einstellung. Ja, Karin, welchen Tipp hättest du denn für einen angehenden Autoren, der, sagen wir jetzt, Kurzgeschichten in seiner Schublade liegen hat? Und endlich mal jetzt an die Öffentlichkeit damit gehen möchte. Was würdest du dem raten? Also sag mal, der hat jetzt noch keine große Erfahrung, der hat vielleicht auch noch nicht mal sich in irgendwelchen Schreibforen getummelt, sodass er lektoriert werden konnte von Mitautoren. Was würdest du dem raten? Also ich würde jedem raten, der seine Geschichten veröffentlichen will, dass er sich einer Autorenvereinigung anschließt. Egal in welcher Art, sei es über das Internet, über bestimmte Foren, über bestimmte Plattformen. Mhm. Einfach, dass er die Geschichten mal vorstellen kann und andere dann auch mal ihre Kommentare dazu abgeben. Mhm. Und man kann da, denke ich, sehr viel lernen aus den Kommentaren und kann seine Geschichten vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit den Augen von Außenstehenden betrachten. Weil man ist ja so betriebsblind. Und kann das vielleicht gar nicht so einschätzen. Vor allen Dingen
Ungereimtheiten zum Beispiel, wenn man dann Perspektiven wechselt, was man in Kurzgeschichten ja nicht tun soll, was einem selbst aber nicht auffällt, aber einem anderen, der vielleicht ein bisschen geschulter ist, schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, dem fällt es dann auf. Und ich denke, solche Hilfestellungen sollte man dann auf jeden Fall annehmen, weil es ist immer schade, wenn man dann versucht, die Kurzgeschichten irgendwie über Ausschreibungen oder so zu vermarkten und man kriegt es dann zurück mit dem Hinweis, was weiß ich ja nicht, ob die nun immer genau so das draufschreiben, zu schlecht oder so. Also ich finde es schade, das entmutigt. Deshalb denke ich, man sollte dann doch so ein bisschen Vorarbeit leisten und die Geschichten dann sich auf die Kommentare hin nochmal anschauen, vielleicht nochmal ein bisschen überarbeiten. Und weil alleine ist es, denke ich, sehr schwierig. Also ich denke, so wenn man sich so eine Art Netzwerk ein bisschen schafft, ist schon gut. Wobei es da sicher auch viele gibt, die dann Angst haben, oh Gott, jetzt gibt da jemand seinen Senf dazu, was ich geschrieben habe. Ich kann mir vorstellen, dass da manche schon Hemmschwelle davor haben. Ja, das ist sicher so. Wenn ich denke, als ich meine erste Geschichte bei den Satzkrobaten bei unserem Autorenstammtisch vorgelesen habe, das war sehr aufregend. Aber wenn man veröffentlichen will, wenn man das Ziel hat, dann wird ja nachher der Leser auch urteilen drüber. Ja, erstmal der Verlag. Erstmal der Verlag und nachher auch der Leser nochmal drüber urteilen. Dann muss man sich ja auch der Kritik stellen. Und das ist doch dann viel besser, man stellt sich vorher der Kritik, wenn man noch was ändern kann, als wenn nachher die Leser sagen, so ein Schmarren und hauen das Buch dann in die Mülltonne. Also das ist schade. Ich denke, man sollte da wirklich vorher versuchen, so ein bisschen sich mit anderen zusammenzutun. Ja, auf jeden Fall. Ja, Karin, das waren dann schon die Fragen. Vielen Dank, dass du Zeit dafür gehabt hast. Bitte, gern geschehen. Hat viel Spaß gemacht. Und mein Weltbild für Frauen, da kann ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken, ob ich ja nichts bin. Aber ich denke mal, diese Ansicht haben wir doch schon ein bisschen hinter uns gelassen, zumindest in Westeuropa, also in den westlichen Ländern. Ja, das wäre zu hoffen, dass ich... Natürlich gibt es heute wieder ein Buch zu gewinnen, und zwar Begegnungen, signiert von der Karin. Und derjenige, der mir die 25. E-Mail schickt, der bekommt das Buch von mir zugeschickt. Und heute weiß ich leider noch nicht, wer mein nächster Gast sein wird. Das werden Sie auf meiner Homepage aber rechtzeitig erfahren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Glauben Sie an sich. Ihre Aveline.